Hallo an meinem Basteltisch. Ja, bevor ich mich jetzt nochmal an diese Naturjournals mache, kann ich euch nochmal ein bisschen Clean Hall zeigen. Ich habe die gerade erst gekriegt von der Stempeloase. Da hatte ich nochmal wieder was bestellt und ich freue mich gerade richtig doll über die Sachen. Und ich dachte, ja, jo, vielleicht teile ich das einfach mal wieder mit euch. Ja, ich habe mir jetzt wirklich von dieser neuen Distress-Farbe doch was gekauft. Ich meine, ein ganz normales Distress-Ink, weil Oxide sind nicht so meine. Oh, Scorch Timber heißt das Ding. Und ja, bei den Spray, ich dachte eigentlich, ich habe das Stain bestellt, aber das ist ein Oxide-Spray. Ja, weiß ich nicht. Also, gut, Oxide ist ja schon nicht so verkehrt. Wir werden mal sehen. Auf alle Fälle hatte ich ja gesehen, dass die so ein bisschen schwarzbraun ist. Ich bin ganz gespannt auf diese Farbe. Ja, dann hatte ich schon Ewigkeiten übersehen, dass Renate auch diese Crackle Mousse von Nouveau hat, und zwar die schwarze. Ja, wenn ich mir die angucke, sieht schon wieder so ein bisschen aus, als ob die innen drin relativ trocken ist, weil sich hier schon wieder Risse bildet. Aber ich meine, dafür kann ja Renate nicht. Das ist ja bloß so ein kleiner Topf und ich hatte ja mal diesen, ich glaube, Weiß oder Silber oder sowas und fand die super schön von dem Krackeleffekt. Aber die trocknet eben sehr schnell ein, obwohl es eben so ein kleines Ding ist. Naja, ich bin gespannt, muss ich relativ schnell benutzen. Ja. Dann habe ich mir diesen Stempel hier gekauft von Studio Light, so eine Magnolia. Also Magnolien und Iris sind ja so meine Blüten, die ich so richtig schön finde. Da kann ich immer kaum vorbeigehen. Dann ist hier was, das war im Sale. Ja, ich weiß, das sieht ja nicht nach mir aus, aber ich habe gedacht, auch für Ostern kann man mal auch so was Lustiges machen. Da hatte ich ja schon diese lustigen Eier und das würde ja natürlich dazu passen. Habe ich den mitgenommen. Denn der hier war auch im Sale. Von Stampendous, diese Blätter, die haben mir schon immer gut gefallen. Und naja, im Sale geht es natürlich ein bisschen besser. Ist ein Klingstamp, also das ist schon nicht so verkehrt. Und den kann ich jetzt super schön für dieses Naturjournal noch einsetzen. Da freue ich mich richtig drauf, da was mitzumachen. Dann habe ich hier so ein, ja, 3D-Embossing-Folder gekauft, und zwar mit diesen grafischen Sachen hier. Diese Dreiecke, die finde ich total schön. Ist ja auch so meins. Ja, und Paper Artsy, das hier ist eins von den Eclecticas. Das ist Design von Seth Abda. Und ich mag den, seine Stempel total gerne. Ja, kann man sicherlich in der Form auch irgendwie selber machen, viele. Aber die sprechen mich immer wieder total an. Und naja, eins durfte mit, obwohl waren ein paar andere noch neu. Und dann von diesen Hot Picks gab es auch wieder eine ganze Menge neue. Waren dann schon wieder einige weg. Ich gucke ja dann nicht immer gleich am ersten Tag, sondern manchmal ist es so, dass ich mir erstmal ein bisschen Zeit lasse und dann schwupps, schon wieder was raus. Denke ich mal, gut, okay, hast Geld gespart. So, aber das hier finde ich wirklich sehr schön mit den Schriften drauf und so weiter. Und das sind ja auch Klings hier, ne? Also gleich auf den Abdruck, also auf den Block drauf und stempeln. Und ja, dann gab es auch wieder wie von Elizabeth Craft, achso, das kommt nochmal weg, neue für Planner. Ja, ich habe natürlich einen schon da für einen Planner, mal wirklich. Das wollte ich eigentlich immer mal machen, aber mir fehlt einfach komplett die Zeit. Und dann sehe ich ja immer so viele andere Sachen und irgendwie, ne, so viele Challenges und dann komme ich gar nicht dazu, die Sachen zu machen, die ich vielleicht gerne mal so für mich machen würde. Hier gefällt mir das, da ist auch die Mailbox drin. Ich habe ja diese Stanze mit der Postbox schon und finde ich alles sehr, sehr schön, was hier so drauf ist. Dann habe ich mir eine Stanze mitgenommen. Also wie so ein Telefon und sowas alles drauf. Und dann gibt es hier so online, VR online oder offline. Und diese Sachen seht ihr schon hier, die sind die Buchstaben, aber ich habe hier auch so ein Outline. Das heißt, also ich kann das auch darin setzen und als Schild benutzen. Finde ich sehr schön. Und hier haben wir nochmal ein Stempelset, was ich auch irgendwie sehr, sehr schön fand, mit diesen riesengroßen Dingern mal. Kann man natürlich auch mit etwas anderer Stempelfarbe in den Hintergrund setzen. Also ich bin ganz gespannt drauf. Und zum Schluss kommt noch dieses Ding hier. Das hatte ich ja bei Nicole gesehen, diesen Stencil. Ja, der so crackelt. Ja, ich finde den jetzt relativ groß. Ich kann mir das mal so schlecht vorstellen. Ich habe ja meistens bloß die kleineren genommen. Hier bei dem jetzt habe ich mich mal für den großen entschieden. Aber gefällt mir sehr gut und freut mich auch drauf. Ja, und wie das so ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es immer so, ich vergesse immer irgendwas zu bestellen. Ich mache das ja manchmal hier so, wenn ich Bestellungen mache von der Arbeit aus und natürlich
So, vergesse ich was. Und unter anderem, ich nehme mal raus, das spiegelt so war. Ja. Also, was ich immer vergesse, ist dieses Ding hier, so ein Versamark Pen, ja, den man zum Embossen nimmt. Weil ich zeige euch mal, wie meine Spitze aussieht. Also, das ist, hat nichts mehr von Spitze hier, aber der ist ja auch schon ewig alt. Und das war bei dem ersten Stift auch schon so, der weiße, den ich hatte. Die Spitze geht hier noch, aber die, die ich eigentlich immer am liebsten benutze, ist wirklich total zerfleddert. Also, und hier ist noch so viel Flüssigkeit drin. Also, das ist jetzt nicht so, dass der trocken ist oder so hat, aber anscheinend macht diese Flüssigkeit hier immer diese Spitzen komplett kaputt. Ja, habe ich schon wieder vergessen, mir so ein Ding zu bestellen. Also, ich weiß auch nicht, das ist ja schlimm. Und das kann ich mir auch 100.000 Mal aufschreiben. Wenn ich den Zettel natürlich nicht bei habe, nutzt mir das nicht. So, das war jetzt mein Haul. Ich freue mich über die ganzen Sachen. Und wie gesagt, ich freue mich echt über diesen Stempel hier, weil den möchte ich wirklich für die Natur Journal einsetzen. Und da hatte ich dann auch wieder eine schicke Idee. Ja, werden wir dann sehen. So, das war es erstmal für dieses Video. Und dann werde ich mich heute nochmal an den Basteltisch setzen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.